Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Star Stable Online. Heute bin ich unterwegs mit meinem Traumtänzer und wir wollen jetzt weitermachen bei Professor Hayden. Warum ich nicht mit Lucky Spot unterwegs bin, das liegt daran, dass die Zuschauer dafür waren, dass ich erstmal mit den Friesen unterwegs bin und dann meinen Lucky Spot mal reite. Aber der wird definitiv auch noch drankommen, keine Sorge. Ich bin heute wieder unterwegs in meinem Ash Ketchum Outfit. Nicht ganz, ich bräuchte noch andere Handschuhe, denn eigentlich hat Ash ja fingerfreie Handschuhe. Die muss ich mir mal noch zulegen und dann werde ich auch mal noch ein Video machen, so schnell ich dazu komme, wo ich die Teile her habe. Denn ich bin jetzt ganz oft gefragt worden, wo ich denn das Outfit her habe. Und da werde ich definitiv noch eine kleine Guide-Tour zu machen. So, aber jetzt wollen wir doch mal schauen. Mir fällt gerade auf, dass ich ja im Sumpf bin, weil es geht ja weiter bei Pamela. Wir müssen ja ins Mondsicheldorf. Da hätte ich auch hinfahren können. Das wäre sinnvoller gewesen. Ei. Stimmt ja, da war ja was. Gut, wir haben es jetzt zum Glück nicht mehr so weit. Was kommt denn da hinten eigentlich für den Weg durch? Keine Ahnung. Müssen wir mal irgendwann erkunden. So, da reiten wir jetzt mal hin und dann machen wir da weiter. Nee, ich muss sagen, ich mag das Outfit eigentlich total gerne, weil es mal was ganz anderes ist. Und ja, ich meine, warum nicht? Warum nicht mal irgendwie was ganz anderes ausprobieren, wie man sonst eigentlich nicht so unterwegs ist? Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, das Pferd ist jetzt so mein persönlicher Ash. Hoppala. Ich finde, Ash würde auch irgendwie sehr gut zu dem Pferd passen. So. Pamela, dann wollen wir doch mal. Dina, wir müssen etwas unternehmen, bevor hier jemand im Dorf noch ernsthaft verletzt wird. Ja, es werden ja alle von den durchgedrehten Bienen verfolgt. Gute Idee, Dina. Professor Hayden ist der Einzige, der uns helfen kann. Reite in den Spiegelsumpf und sag ihm, dass er uns helfen soll. Jetzt. Ja. Ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, dass Professor Hayden da so begeistert drüber sein wird, dass er helfen soll. Wir wissen, er ist eher so der Einzelgänger und will eigentlich nicht wirklich was mit den anderen Leuten zu tun haben. Hauptsache seiner Alberta geht's gut, aber so. Ich muss mein Mikro gerade mal ein bisschen richten. Habt ihr in der Kamera, glaube ich, gesehen. Aber ich meine, es geht ja um seine Alberta, mehr oder weniger. Also zumindest um die Spur der Verwüstung, die sie hinterlässt. Von daher kriegen wir ihn vielleicht dazu, uns ein bisschen zu helfen. So. Ach Gott, hier stand er echt. Schaffen wir das? Oh, ganz knapp. Ganz knapp. So, Anforderungen erfüllt. Wenn Zucker nicht genug ist. Oh, voilà. Falsch. Beziehungsweise geht ja um die Bienen. Aber seine Alberta hat ja verrückt gemacht. Alberta, Zuckerstück, wo bist du? Dina, hast du Alberta gefunden? Nee, leider nicht. Wir müssen vom Pferd absteigen. Dann machen wir das doch mal. Dann steigen wir mal ab. So, zack. Ach so, Pamelas Bienen sind also verärgert? Dina, lass mich dir eine kurze Geschichte erzählen. Jetzt, wo du mir deine erzählt hast. Es gab einmal einen Professor, der weitaus wichtigere Dinge zu tun hatte, als sich mit einer Reihe wütender Bienen in einem Dorf zu beschäftigen, in welchem er sich nicht einmal oft aufhielt. Besonders nachdem sein einziges Familienmitglied verschwand. Mit anderen Worten, es ist mir egal. Alberta, Prinzessin, Zuckerstück, wo bist du? Das dachte ich mir ganz genau. Was, Pamelas Bienen sind sauer, weil Alberta sie erschreckt hat? Kompletter Unsinn. Ich habe Alberta bereits gesagt, dass sie das nicht tun soll. Sie würde keiner Fliege was zuleide tun. Oder... Ja, ich helfe. Nicht wegen Pamela oder dir, sondern wegen der süßen kleinen Bienen. Ich kann nicht mit ansehen, wie sie sich stressen. Meine Nektarmischung sollte sie beruhigen. Nichts im Leben ist umsonst. Du solltest lernen, dass man, wenn man etwas im Leben haben möchte, es selber erledigen muss. Da hat er nicht Unrecht. Du kannst die Mischung nun zubereiten. Stell dich hier an den Tisch und folge meinen Anweisungen, Dina. Okay, dann wollen wir das doch mal machen. Der Tisch. Der Tisch? Hier. So. Übrige Zeit, was müssen wir machen? Wir sollen Blumen aufsammeln. Den Mörser benutzen. Schaut mal hier, ich habe ganz schön aufgeräumt. Und jetzt sind schon wieder neue Sachen dazugekommen durch mein Ash Ketchum Outfit hier.
So, ein Blatt vom grünen Salat, die Zutaten in den Mörser legen, Sandkuchen ebenfalls in den Mörser legen. Und nu? Zack. Alles umräumen und umrühren und zerkleinern. Ist das jetzt fertig? Ja, ist fertig. So. Hey, guck mal. Das ist doch eigentlich direkt ein ganz, ganz hübsches Folgenbild. Auch wenn Professor Hayden gerade falsch rumsteht. Aber gut. Zack. Ach, du hast die Nektarmischung letztendlich also doch noch zusammenmischen können. Das war fast, naja, gut. Ach, damit wird es wohl gehen. Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, mein Lieber. Oh, müssen wir schon wieder absteigen? Hör auf, gehört zuzuhören? Warum? Wir können doch, hä? Na gut. Dann müssen wir halt absteigen. Sprichst du noch immer von den verärgerten Bienen? Ich habe schon vor einer Weile aufgehört zuzuhören. Denk jetzt nicht, dass ich dich irgendwie mag oder so, aber weil du es bist, helfe ich dir beim nächsten Schritt. Du hast die Nektarmischung, ja? Dann solltest du sie ins Zuckerwasser gießen. Sei vorsichtig, andernfalls gerinnt es und es wird zu einer übel riechenden Pampe. Müssen wir das... Ach, das müssen wir auch wieder am Tisch machen. Gut, dann machen wir das am Tisch. Ich muss mal hier außen rumlaufen. Ist gerade so viel los. Die Nektarmischung. Drücke den Startknopf, wenn du... Oh. Ach so, okay. Zack, zack. Ach so, okay, ich muss mal ein bisschen abwarten. Nein, habe ich es gerade versaut? Nein, ich habe es abgeschlossen. So. Und an die Elsa, nein heißt nein. So. So, jetzt hast du deine Zuckermischung. Los, los. So, das hätten wir geschafft. Damit kannst du jetzt zurück zu Pamela. Ich kann dir versichern, dass das ihre aufgebrachten Bienen beruhigen wird. Und sie glaubt, dass Alberta verhätschelt ist? Worauf wartest du? Los, fort mit dir. Warst du nicht in Eile? Los, los. Eine Nervbacke ist das, dieser Professor Hayden. Eine ganz, ganz üble Nervbacke. So. Dann wollen wir mal mit der Mischung zurück ins Dorf. Und hoffentlich bekommen wir dann die Bienen beruhigt. Und dann, vielleicht hilft uns dann Pamela auch bei unserer Suche nach Alberta. Wer weiß. Vielleicht. So, hier rum. Gleich sind wir schon wieder im Dorf, das geht ja recht fix. Ich hatte echt im Kopf gehabt, dass der Professor weiter vom Dorf entfernt ist, aber anscheinend nicht. Und ich hab dir eben schon geschrieben, das finde ich jetzt echt ein bisschen frech. So. Dina, du kommst genau richtig. Die Bienen spielen im Dorf völlig verrückt. Wir müssen etwas tun. Jetzt. Konnte Hayden uns helfen? Wie du sehen kannst, spielen die Bienen verrückt. Oh, Alberta. Wenn ich die in die Finger kriege, bringe ich ihr erst einmal die eine oder andere Sache bei. Ich habe ihr unzählige Male gesagt, dass sie meine Bienen nicht verärgern soll. Du hast recht, Dina. Ich habe keine Zeit, um jetzt auf Alberta sauer zu sein. Nicht in diesem Chaos. Was? Du sagst, dass die Zuckermischung die Bienen beruhigen soll? Aber wie sollen wir sie ihnen geben? Was für eine schlaue Idee, Dina. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass man sie in eine Sprühflasche füllen kann. Bist du sicher, dass du es riskieren möchtest, sie damit zu beruhigen? Nein. Danke. Nimm die Sprühflasche und besprühe die Bienen. Hoffentlich klappt es und sie beruhigen sich. Eieieiei. Dann wollen wir doch mal hier. Zack. Und zack. Das klappt ja besser als erwartet. Das klappt besser als erwartet. Stopp, nein. Geh stehen bleiben. Da. Haben wir alle? Ach, wir haben alle. Gut. Okay, komm. Jetzt bin ich hier eh gerade einmal hinten. Also, ich muss echt sagen, ihr könnt es ja nicht unbedingt wissen, wenn ihr mich das erste Mal einladet. Aber ich habe es jetzt schon geschrieben, als sie neben mir stand. Und nehmt es mir bitte nicht krumm, aber ich, ein bisschen Respekt kann man doch haben, oder? Puh, das war wirklich knapp. Aber jetzt sind alle Bienen wieder im Garten und summen fröhlich um ihre Bienenstöcke herum. Danke für die Hilfe, Dina. Das haben wir doch gern gemacht.
Vielleicht kann man jetzt endlich etwas Ruhe und Frieden haben. Tut mir leid, Dina, ich weiß nicht, wo Alberta hin ist. Oha, hast du das gehört? What? Die Ruhe vor dem Sturm? Was ist los? Kelly? Was ist los? So lang hat der Frieden gehalten. Tja. Klingt so, als ob Kelly wieder am Start ist. Dina, könntest du vielleicht rüberreiten und sehen, wie es bei Kelly läuft? Oder sie zumindest fragen, ob sie sich ein wenig beruhigen kann? Ha, ob das gefährlich ist? Ich kann dir versprechen, bei Kelly ist alles immer sehr chaotisch. Gefährlich und chaotisch. Danke, dass du mal nach ihr schaust. Haben wir mit Kelly... Nee, Kelly? Nee, die kennen wir noch nicht, oder? Oh. Was hat sie denn? Weißt du, wie knapp das war? Ich konnte gerade so entwischen. Oh. Du willst wissen, was passiert ist? Diese Alberta, sie ist passiert. Ich war gerade dabei, sie zu streicheln. Und auf einmal tauchten aus dem Nichts ihre Fangzähne auf. Und konnte ihnen nur mit Mühe und Not entkommen. Wo sie jetzt ist? Ich wurde fast zu Tode gebissen. Und du willst wissen, wo der Haarball hingelaufen ist? Wenn du es unbedingt wissen musst, sie ist hinter das Haus gelaufen, wo Herr Perch normalerweise ist. Herr Perch? Wer ist Herr Perch? Das ist Herr Perch. Und hier glitzert auch was. Oh, die ist aber süß. Das ist eine süße Spinne. Oh, die ist riesig. Aber die ist total süß. Ich kann kein Spinnisch. Das muss Alberta sein. Oh, ist die knuffig. Ein knuffelputzeliges Spinnchen. Das ist die süßeste Spinne, die ich jemals gesehen habe. Und sie trägt sogar eine Schleife. Also ihr Lieben, das war's dann jetzt aber erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nehmt es mir nicht krumm, aber ich finde, wenn man schon geschrieben hat, die anderen sind ja auch eben weitergeritten, überhaupt gar kein Thema. Aber wenn ich es geschrieben habe, dass ich keine Zeit habe, dann muss man mich nicht 10-mal in eine Gruppe einladen. So, das war's dann für heute. Morgen geht's weiter, dann sehen wir uns wieder. Und ja, dann wollen wir doch mal gucken, was Alberta sonst noch so anrichtet oder anrichten wird oder vielleicht auch angerichtet hat. Also macht's gut und bis dahin. Tschüss!